Wichtig noch, bevor das Video anfängt, den Kanal Pura Science seht ihr hier eingeblendet. Abonnieren, auch unten verlinkt. Das ist mein Zweitkanal. Dort geht es um die Juliana. Die Juliana hat ebenfalls die Probiotika entwickelt. Oh nein, da gibt es so viele tolle Infos. Es gibt meines Erachtens so einen Kanal im deutschsprachigen Raum, wie sie leistet, diese Kompetenz, das gibt's fast nicht. Ja? Von daher an, check das Abo aus auf kostenloser Basis. Ganz, ganz wichtig, die Glocke nicht vergessen zu aktivieren. Ja? Und vor allen Dingen auch bei meinem Kanal ebenfalls die Glocke aktivieren. YouTube hat mich auf, ja, auf dem Kika. Ja? Deshalb meinen Telegram-Kanal auch abonnieren, habe ich unten verlinkt. Weil ich habe die Videos über MyLab ja gemacht, hab ich aufgedeckt, wie manipulativ dort gearbeitet wird, ja, im ZDF. Die Videos gibt es nur auf Telegram, von daher dort abonnieren. Und seitdem hat mein Kanal natürlich extrem runtergerankt worden. Von daher an ganz, ganz wichtig, die Glocke aktivieren, ja, damit ihr auch wirklich informiert werdet, sonst wird euch YouTube irgendwann meinen Kanal nicht mehr vorschlagen und das wollen wir nicht, weil ich möchte euch helfen. Jetzt geht's mit dem Video los. Pura Science nicht vergessen zu abonnieren, die Glocke aktivieren und bei mir auch Glocke aktivieren. Los geht's, meine Freunde. Ja, das mächtigste Darmbakterium vielleicht überhaupt. Und warum ist es uns das so wichtig war, dieses Darmbakterium genau in den Fokus zu nehmen, beziehungsweise auch in jedes unserer Bioprobiotika-Produkte, die vor kurzem rausgekommen sind, hineinzupacken. Das versteht ihr nach diesem Video. Es ist wirklich ein absoluter Alleskönner. In diesem Video geht es ebenfalls um das Thema Leaky Gut gegen Ende hin. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ja, viele, viele Menschen sind davon betroffen und leiden darunter und wissen es nicht mal. Und vor allen Dingen auch die Gewinnaufklärung für die drei Angel Juicer und den Mixer im Wert von über 4.000 € findet auch in diesem Video statt. Von daher sehr gerne dranbleiben. Es gibt Biofilme. Biofilme entstehen meistens an Grenzflächen zwischen fest und flüssig. Wir kennen den im Darm, aber dort ist nicht der einzige. Auch hier haben wir einen Biofilm. Wir haben auch im Herzen haben wir einen Biofilm. Oder halt auch in den Harnwegen haben wir auch einen Biofilm. Ja. So, wichtig ist, dieser Biofilm muss in einem bestimmten Verhältnis da sein. Zum Pathogenen und gut Bakterien. Ja, die guten Bakterien entscheiden dann dementsprechend darüber, wie weit sie noch Verdrängungsermächtnis haben über die Pathogene. Der Biofilm zum Beispiel, der durch den E. coli ausgelöst wird, ist nicht nur Hauptverursacher von wiederkehrenden Harnwegsinfektionen, sondern auch für die Infektiosität von Medizinprodukten verantwortlich. Interessanterweise ist es tatsächlich so, wenn das Angebot an guten Bakterien überhand nimmt, dann haben sie die Macht, die schlechten Bakterien zu verdrängen. Wenn man es kontinuierlich zu sich führt und sie füttert, dass sie sagen, oh, hier fühle ich mich aber wohl. Das sieht man zum Beispiel daran, denn viele zweifeln daran, wenn man sie einnimmt, da sind so viele Darmbakterien, dass sie sich darüber kaputt lachen und so weiter. Die Theorie habe ich früher auch mal gefolgt, aber dort bin ich von weggegangen, weil ich habe mich etwas Besseres belehren lassen. Das sieht man daran, zum Beispiel, dass Lactobacillus rhamnosus zu einer 79-prozentigen Verringerung der negativ ausfallenden Biofilmformation durch E. coli führte und damit den Wirt schützte. Das ist kein Zufall. Viele Menschen, besonders Kinder, haben durch Dysbiosen, das heißt falsche Ernährung, das heißt Ungleichgewichte in dem Biofilm quasi von Bakterienstämmen, ja? Und vor allem dank mütterlicherseits Durchfälle. So, mehr Aussagekraft kann man wissenschaftlich hierbei nicht liefern. Ja? Das ist eine Meta-Analyse aus 19 randomisierten Kontrollstudien. Eine hochdosierte Lactobacillus rhamnosus-Therapie reduzierte die Dauer der Durchfälle und die Stuhlzahl pro Tag. Eine Intervention im Frühstadium wird empfohlen. Dazu sollte man noch weitere Studien hinzufügen, um weiter zu verifizieren und so weiter. So, das muss man sich einfach mal vorstellen. Hier sieht man ganz klar, dass die Dysbiose dadurch ausgeglichen wird, weil natürlich das Bakterium Lactobacillus rhamnosus die Fähigkeit hat, andere Bakterien zu verdrängen und die Durchfälle, die durch E. coli induziert werden, zu minimieren. Und warum das E. coli macht, diese Durchfälle, das hat ebenfalls mit dem Leaky Gut-Syndrom zu tun. Das komme ich aber im Laufe des Videos. Doch das Wichtige ist, den Darm wirklich als holistisches Werkzeug zu betrachten. Viele sagen immer nur, ja, da ist das bisschen das Immunsystem, man nimmt die Nährstoffe da auf. Nein. Deine Darmgesundheit entscheidet darüber auch, wie weit dein Herz gesund ist, deine Leber gesund ist und so weiter. Glaubst du es nicht? Dann bleib mal dran. Folgendes. In einer Lebensstudie wurden vier Gruppen gebildet, ja. Die eine Gruppe bekam eine fettreiche und Fructose-Ernährung, was natürlich sehr ungünstig ist, ja.
Dann weiteren bekam diese Ernährungsform, die weitere Gruppe, die zweite, und noch Sauerstoffmangel. Und die dritte Gruppe bekam diese Ernährung, fettreich, fruktosereich, Sauerstoffmangel und Lactobacillus rhamnosus. Zunächst geht es hier um die Kollagenbildung. Ja, und das ist so, also Kollagengehalt vor allen Dingen auch im Herzen. Das ist ein Marker für Fibrosen, das heißt später auch Vernarbung, aber krankhaftes Wachstum von Bindegewebe. Ja, da ist der Kollagengehalt quasi ein Marker dafür, ob das vonstatten geht. Es konnte mit einer statistischen Signifikanz in der Studie gezeigt werden, dass Sauerstoffmangel dies verursacht, hier die IH-Gruppe. Also Wachstum des Bindegewebes ist ja logisch bei Sauerstoffmangel. Das Organ will wachsen, um noch genug Sauerstoff durch das Blut trotzdem zu bekommen. Ja, die Oberfläche will vergrößert werden. Das ist wie beim Mangel zum Beispiel bei der Schilddrüse, okay? Völlig logisch. Doch trotz weiterlaufenden Sauerstoffmangel konnte bei der Gabe von Lactobacillus dieser Wert wieder normalisiert werden mit einer statistischen Signifikanz. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Auch die Fibronecitin, das ist ebenfalls ein Gewebereparaturmarker, inwieweit dein Körper damit befähigt ist, diese Schäden wieder auszugleichen, sehen wir hier im Sauerstoffmangel natürlich deutlich erhöht. Lactobacillus rhamnosus reguliert das wieder. Das heißt, es hat einen Einfluss auf Sauerstoffkonzentrationen im Blut, vor allen Dingen auch um die Funktion von Organen und einer der wichtigsten, das Herz. Des Weiteren konnte auch oxidativer Stress gemindert werden durch 4-HNE, das ist 4-Hydroxynonenal. Und des Weiteren auch der nitrosative Stress durch das Nitrotyrosin. Ja, das sind ebenfalls Stressmarker und auch diese hatten einen, also das Bakterium hatte einen massiven Einfluss auf diese Marker bei dir im Blut, die natürlich auch wieder zu Krankheiten führen können. Und des Weiteren natürlich, um das noch zu gewährleisten, wie kann das passieren? Durch die Stimulation von Enzymen, die Radikale oder Moleküle mit radikalischem Charakter, wie zum Beispiel Peroxide, eliminieren. Und auch das ist vonstatten gegangen. Und das finde ich wirklich, da kann man da ruhig mal klatschen. In einer weiteren Studie, man kann sagen, ja, nur aufs Herzen, nein, wir können auch weitermachen. Wieder die Ernährung wurde gegeben in einer Lebensstudie, und zwar fettreich und fruktosereich. Und zwar wurde ein anderes Organ, die zwar untersucht, beziehungsweise verschiedene Blutwerte wurden genommen und seht selbst. In der Gruppe M wieder Fructose-Gruppe mit Fett. So. Und da sehen wir die Werte einmal hier, und zwar den AST-Wert, Aspartat-Aminotransferase, das ist ein Leberwert, und ALT-Wert, Alanin-Aminotransferase. Diese Werte sind beide erhöht in der M-Gruppe, in der High-Fructose-High-Fett-Gruppe im Vergleich zur Kontrollstudie. Und jetzt muss man sich betrachten, wenn trotzdem diese Ernährungsform durchgeführt wird. Ja? So, und das ist dann dementsprechend die Gruppe MLS. Das ist die Gruppe, die auch diese Ernährung durchgeführt hat, aber noch Lactobacillus rhamnosus bekommen hat. Dann sehen wir, der Wert wurde wieder auf den Kontrollwert zurückgeführt, die Leberwerte. Und das können wir auch weitermachen mit dem CRP-Wert. Das ist der Entzündungswert zum Beispiel, auch damals erhöht. Später wieder vermindert, beziehungsweise Kontrollniveau, Ausgangsfunktion. Oder auch der Nierenwert, Kreatininwert, das ist ein maßgeblicher Faktor für die Nierenfunktion bzw. die Filterfunktion der Niere, sehen wir hier den gleichen Trend, vorher erhöht, später wieder Normalwert. Ist das Zufall? Jetzt müsst ihr euch vorstellen, hat jemals ein Arzt auf irgendeine Art und Weise, wenn du da hingekommen bist und erhöhte Leberwerte hattest, einen Darmzusammenhang quasi gestellt? Nein, es ist einfach nicht da. Ja, zum Beispiel, wenn zu mir jemand kommen würde und sagen würde, ja, ich habe erhöhte Leberwerte. Das Erste, was ich machen würde, 3 Blutwerte, Glutathion, total reduziertes Glutathion und oxidiertes Glutathion. Das ist das Wichtigste, denn wenn deine Leber ja nicht entgiften kann, dann stauen sich die Toxine dort und zerstören das Lebergewebe. Zum Beispiel, das ist wie ein Packunternehmen, ein Logistikunternehmen, wo DHL nicht vorbeikommt, um die Pakete abzuholen. Ja. Das muss erstmal verifiziert werden. Und dann natürlich sehen wir hier auch die Darmzusammensetzung. Ja? So, und das ist nicht einmal habe ich irgendwie davon gehört, dass ein Arzt in dieser Art und Weise dort herangeht. Ja? Nur mal so als Info. Also, machen wir mal weiter. Des Weiteren ein Einfluss auf die kurzkettigen Fettsäuren. Das sind wirklich die Fettsäuren, da habe ich so viele Videos gemacht, die kurzkettigen Fettsäuren. Ja? Senken den pH-Wert. Bei basischem pH-Wert im Darm können die pathogenen Erreger bzw. Bakterien weiter wuchern. Und das muss tief ausfallen, ansonsten bekommst du eine Dysbiose. Das Problem ist ebenfalls, also kurzkettige Fettsäuren haben Einflüsse auf Insulinsensitivität, auf
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, da gibt es so viele Studien, da habe ich schon so viele Videos dazu gemacht. Ja? Und komischerweise sehen wir hier die CLS-Gruppe. Das sind die Säuger, die normale Kost bekamen und dieses Bakterium konsumierten, deutlich den höchsten Wert dieser bildenden Fettsäuren aufwiesen. Ganz komischerweise. Weil diese Bakterien zum Firmicutes gehören, die eben das genau machen. Die können das. Und die müssen das machen für uns. Ja? Das ist ganz wichtig. So, jetzt haben wir die Körperfunktion so gesehen abgefrühstückt. Kommen wir mal zu Erregern. Inwieweit ist es wirklich befähigt, einen Erreger einzudämmen? Ja? Und zwar, da sehen wir ganz, ganz schlimm, das ist der Helicobacter pylori, den kennen viele. Ist wirklich ein Bakterium, was sich im Magen eher ansiedelt und vor allen Dingen für Radikalbildung vor allen Dingen vonstatten geht. Ich habe darüber schon ein Video gemacht, über Helicobacter pylori. Ja? Alpha-Liponsäure dort wunderbar funktioniert in der Studie, um die Radikale zu puffern, die durch das Bakterium ausgehen. Aber viel wichtiger ist natürlich das auch, das Bakterium ist wirklich einer der Hauptverursacher für Magenkrebs in unserer heutigen Zeit. Das ist wirklich sehr schlimm. Und das ist wichtig, die Fähigkeit zu verstehen, dass das Bakterium an die Zellen binden kann und anheften kann. Ja? So, und zwar sehen wir jetzt mal hier, Moment mal, die Adhäsionsfähigkeit, das heißt die Bindungsfähigkeit von diesem Pylori, ja, an bestimmte Zellen, und das waren genau Darmkrebszellen, sehen wir hier. Und man sieht, dass diese massiv sinkt bei dem Einfluss von Lactobacillus rhamnosus, sehen wir hier. Ja? Und zwar wurden da zwei Mechanismen gemacht. Einmal eine Waschung zunächst erstmal, sehen wir im linken Bild. Und zwar die Waschung ist aus dem Grunde, weil man Bakterien entfernen wollte zunächst einmal, die nichts mit der Adhäsion, mit der Anheftung an diese Zellen zu tun haben. Dass dieses Ergebnis verfälscht werden könnte. Und hier kommt nochmal ins Spiel, wenn man so viele Bakterien zu sich führt, diese riese Palette an Stämmen, dann wird passieren, dass die sich alle auf die Füße treten und dass das Lactobacillus rhamnosus eben nicht den Pylori verhindern bzw. verdrängen kann, wie wir hier in der Studie gesehen haben, dass das natürlich deutlich abgenommen hat, dass der Pylori weiter deine Zellen bearbeiten kann und dort Radikale bilden kann und die zu Krebs dementsprechend im schlimmsten Fall sogar noch führen könnten. Weil die Bakterien alle im Weg stehen, von daher hat man diese Waschmethode vorher benutzt, um diese alle zu entfernen. So, jetzt versteht ihr so ein bisschen, warum die auch kontraproduktiv werden können. Man kann sich auch ein anderes Bakterium da jetzt um den Pylori kümmern, was aber eine deutlich schlechtere Funktion hatte, beziehungsweise Verdrängungsmechanismus aufwies gegen den Pylori. Von daher sollte man Probiotika immer so nehmen und gestalten für seine expliziten Ziele. Und genau das haben wir ja gemacht. Wir haben ja für bestimmte Ziele, haben wir uns bestimmte Bakterien herausgesucht, ja, und nicht einfach eine riesen Palette reingeknallt, wo im Endeffekt der Effekt, ja, geschmälert wird, ja. Damit ihr es nochmal versteht, ja. So. Wichtig ist, unsere Kapseln sind magenresistent, damit die auch wirklich ankommen. Wenn du aber mit dem Pylori angehen willst, musst du die Kapsel öffnen, ja. Sehen wir jetzt zum Beispiel, damit sie auch im Darm, im Magen ankommen, ja. Ganz wichtiger Tipp nochmal, ja. Kommen wir aber zum Ziel, und zwar zum Leaky Gut. Und zwar die vorliegende Studie. Nein, warte, warte. Machen wir es so. Wir machen jetzt erstmal die Bestellauflösung. Wert von 4.500 Euro. Wer mitbestellt hat, quasi bei uns schon mal 3 Engine-Juicer, einen Safter, einen Mixer für über 1.000 Euro. Also gewonnen hat die Bestellnummer 1758 Andreas N. aus Grätsried. Herzlichen Glückwunsch. Michael K. aus Wien mit der Bestellnummer 2287 hat ebenfalls gewonnen. Dann hat gewonnen Yvonne T. aus Wohlratal. Herzlichen Glückwunsch, Yvonne, auch du hast gewonnen. 1755 Bestellnummer, ja. So, und dann als letztes gewonnen hat mit der Bestellnummer 3300 Patrick B. aus Kassel. Herzlichen Glückwunsch. So, kommen wir nun zum wichtigsten Teil, das Leaky Gut. Inwieweit Bakterien dies beeinflussen können und inwieweit gute Bakterien die es auch noch besser beeinflussen können. Und zwar, ich lese mal kurz was vor. Die vorliegende Studie zeigte, dass potenzielle probiotische Bakterien, Lactobacillus rhamnosus, E. coli gestörte intestinale Barrierefunktion durch Modulation der Expression wichtiger Wirts-Tight-Junctions-Gene und Schleimhaut-Immungene, die für die Verstärkung der Abschwächung der E. coli geschädigten intestinalen Barrierefunktion verantwortlich sein können, beeinflussen. Und zwar, ich möchte das mal hier kurz erklären, das war ja ein bisschen wirsch, so, also beziehungsweise ein bisschen hoch. Das Wichtige ist, dass durch die falschen Bakterien andere Gene abgelesen werden, zum Beispiel durch E. coli. Und diese Gene führen dann zur Bildung von Proteinen, die veranlassen,
dass die Tight Junction Regulation, das heißt die Durchlässigkeit deines Darms, beeinflusst wird. Im positiven Sinne und wie auch im negativen Sinne. Ja? Also beziehungsweise erstens keiner wirklichen Steuerung mehr unterliegt. So, und jetzt müssen wir gucken, inwieweit das ein bestimmtes Bakterium wieder ins Gleichgewicht bringen kann. Denn wir wissen zum Beispiel, dass E. coli ja auch verantwortlich ist für Durchfälle. Und warum? Weil es natürlich auch die Integrität deines Darms verändert, sehen wir hier. Und das ist eben der Punkt. Und das möchten wir nicht. So, das ist ein Traktor. Den warten wir mal kurz ab. Oh, ist selber knallen. Was ist das für ein Traktor? Zur Bestimmung der Wirkung von Lactobacillus rhamnosus auf die Integrität des Darms. Während einer Herausforderung mit einem Zusammentreffen, ja, mit E. coli als entzündlicher Agent, ja, als Entzündungsmediator, ja, wurde CaCO2-Zellen benutzt. Das sind Darmkrebszellen mit bakteriellen Zellsuspensionen unter Ausschluss, also EX, Konkurrenz, COM und Verdrängungstest, sowie mit Lactobacillus rhamnosus und E. coli einzeln untersucht. So, und jetzt kommt was ganz, ganz Spannendes. Das sehen wir hier. Hohe E. coli-Konzentrationen führen zu einer Hyperpermeabilität. Das heißt, zu einer höheren Durchlässigkeit des Darms. Und damit natürlich auch zu Autoimmunkrankheiten und das ganze Thematik. Da kommen Darmfragmente bzw. Nahrungsfragmente in deine Blutbahn, die dort nicht hingehören. Das Immunsystem sitzt zu 70% im Darm, reagiert sofort darauf. Deine Immunzellen schlagen Alarm. Es kommt zu Immunantwort und vor allen Dingen auch zu nicht mehr Unterscheidung zwischen deinen eigenen Körperzellen, zu den Fragmenten, die dort reingekommen sind. Und herzlichen Glückwunsch, im schlimmsten Fall kann deine Bauchspeicheldrüse angegriffen werden, du hast Diabetes Typ 1 und so weiter und so fort. So, dazu führte das. So, und zeigte einen regulierenden Effekt, das Lactobacillus rhamnosus sehen wir hier. Das wurde wieder reguliert, die Hyperpermeabilität. Das heißt, der Darm war auf einmal nicht mehr so durchlässig, weil Lactobacillus rhamnosus quasi der Türsteher ist und er sagt, Bruder, du kommst nicht rein mit dem Schuhen, ja? Das geht einfach nicht. In einer anderen Abbildung wurden hier Gene bestimmt, die abgelesen werden, bei E. coli zum Beispiel, die wichtig sind für die Integrität bzw. die Formation und vor allen Dingen die Permeabilität und die Darmdurchlässigkeit. Ja? Diese Gene, die das bestimmen, inwieweit dein Darm etwas durchlässt oder halt eben nicht. Und wir sehen hier, die sind extrem herunterreguliert durch den E. coli. Und was passiert durch Lactobacillus rhamnosus? Diese Gene gehen wieder nach oben. Und das ist nochmal ein Thema, ich möchte noch kurz dort was widmen. Man sagt immer, die Genetik spielt so eine Rolle, die Genetik spielt eine Rolle. Du siehst hier, du kannst deine Gene steuern. Und zwar mit der richtigen Ernährung, das heißt sekundäre Pflanzenstoffe. Denn sekundäre Pflanzenstoffe sind erstmal nicht schädlich für unseren Körper. Unser Körper denkt es aber in erster Linie, stimuliert so die Immunantwort, dann realisiert er aber, es ist ja gar nicht schädlich und Autoimmunkrankheiten können dadurch ja auch nicht entstehen, obwohl das Immunsystem angeregt worden ist, weil diese sekundäre Pflanzenstoffe nicht ähnlich sind mit unseren eigenen Körperzellen. Das ist ja das Geniale. Und das heißt, die sekundäre Pflanzenstoffe regulieren deine Epigenetik, dein Genom, sie verändern dich, wie deine Zukunft gestaltet wird. Und das tun ebenfalls hier auch, sehen wir, Bakterien. Bei zu viel E. coli, das heißt eine falsche Besiedlung, zu wenig Nahrung und zu wenig Zufuhr von den richtigen Bakterien, kommt es zu falschen Gensteuerungen. Man muss sich das vorstellen, die Bakterien machen dann, was sie wollen mit dir. So, nochmal ganz zum Schluss. Auch TH1, TH2 habe ich bereits in dem Video schon erklärt, dass Lactobacillus rhamnosus da Einfluss hat, wurde auch nochmal in dieser Studie auch nochmal erwähnt, dass es einer der ganz, 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 ganz wenigen Bakterien auf unserem Planeten ist, die eine TH1, TH2 Homöostase positiv beeinflusst. Das müsst ihr euch vorstellen. Und das ist somit das Wichtigste. Man kann so ziemlich jede Krankheit in TH1 Überschuss und TH2 Überschuss aufteilen. Da habe ich ebenfalls vor kurzem 2 Videos drüber gemacht. Ja, und dieses Bakterium reguliert das wieder. Ja. Ich kann nicht sagen, dass das bei unserem Produkt jetzt so sein wird. Das sind Studien, ja, auch viele Zellstudien, Tierstudien und so weiter halt, ja. Ich kann nur sagen, wir sind noch Pioniere und versuchen das, so gut es geht, für euch voranzubringen, dieses Thema. Und dass ihr Dinge ausprobieren könnt für euch und wir hoffen so sehr, dass sie euch helfen können. Denn unsere Arbeit ist basierend auf der aktuellsten Wissenschaft. Jede Studie in diesem Dingens ist nicht älter als 1 Jahr, ja. Das ist ganz wichtig. Wenn du es ausprobieren willst, sehr, sehr gerne auf purazell.de. Wie gesagt, Abo nicht vergessen für die nächsten Videos.
den Kanal von Juliana abonnieren, sehr, sehr wichtig. Und vor allen Dingen einen Kommentar da lassen und auf purazell.de vorbeischauen. Bis gleich auf purazell.de. Dankeschön für deine Unterstützung. Ciao.